Hallo und herzlich willkommen auf meinem Putzkanal. Heute geht es um das Thema Einvakuumieren. Nein, keine Rouladen, sondern Bettdecken und Kopfkissen oder Matratzen. In meinem Fall heute nicht, weil ich habe ein Wasserbett. Allerdings bleibt das Prinzip gleich, erkläre ich euch in diesem folgenden Video. Viel Spaß! Bevor hier einer lacht, das Ding nennt sich Gewichtsdecke, wiegt lockere 12 Kilo. Deswegen wuchte ich da so ein bisschen rum. Okay, zugegeben, vakuumieren kann man mit jedem anderen handelsüblichen Staubsauger auch. Das macht den Hüller auch nicht so besonders. Besonders wird er durch die Kombination mit der Ventus Elektrobürste. Durch das Vakuumieren werden die Milbeneier im Inneren der Textilien zum Platzen gebracht und können dann im Anschluss mit der Ventus Elektrobürste entfernt werden. Milbeneier, Milben und deren Rückstände, ich mag nicht immer Kacke sagen, sind in vielen Fällen Auslöser für nächtliches Schnarchen. Ich kann mich aufgrund meiner Hausstaubmilbenallergie als Schnarcherin outen. Das Ganze ist allerdings viel besser geworden, seitdem der Hühler bei uns wohnt. Ich nutze immer gerne die Vakuumierbeutel mit diesem kleinen Nupsi. Gibt es, glaube ich, bei Amazon. Wenn ihr vorhabt, eure Matratze zu vakuumieren, was ich euch unbedingt empfehlen möchte, dann gibt es natürlich extra Vakuumierbeutel von Hühler. Schreibt mir dazu gerne eine Mail. Ihr könnt übrigens neben dem Hühler auch euer Zubehör bei mir bestellen. Nehmt dazu gerne Kontakt mit mir auf. Okay, los geht's. Ich erkläre euch auch, was ihr achten müsst. Zuallererst packt ihr euer ganzes Zeugs wie Bettdecke und Kissen in die passenden Beutel. Für die Eltern unter euch, die Tiefenreinigung kann man auch mit Kuscheltieren machen. Ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, die müssen ja einiges aushalten. Mit dem Zipverschluss könnt ihr den Beutel verschließen und anschließend den Sauger auf den Nupsi halten. Und nun heißt es abwarten. Alternativ könnt ihr auch alle 17 Staffeln Grey's Anatomy in dieser Zeit schauen. Bis die komplette Luft rausgesaugt wurde, dauert es ein wenig. Ganz wichtig, wenn ihr Beutel ohne Rückstauventil nutzt, unbedingt den Schlauch vorher aus dem Hühler rausziehen, bevor ihr ihn ausschaltet, sonst landet das ganze Wasser aus dem Wasserbehälter in eurer Matratze. Ich finde es immer übrigens super spannend, wie viel Platzersparnis ich nach dem Vakuumieren habe. Je nach Saugleistung sind das bis zu 80%. Im Anschluss warte ich noch 1-2 Minuten ab und dann öffne ich den Verschluss. Alle Decken und Kissen werden ausgebreitet und dann mit der Ventus Elektrobürste abgesaugt. Durch die starken Vibrationen und die rotierende Bewegung werden die Milbenrückstände aus der Tiefe an die Oberfläche gesaugt. Diese Kombination aus Vakuumieren und Tiefenreinigung ist neben der Luftreinigung einer meiner liebsten Funktionen. Meiner Meinung nach ist sie auch eine der wichtigsten Funktionen des Hühler. Vor allem nach Infekten wasche ich Bettdecke und Kopfkissen regelmäßig. Seitdem ich irgendwo mal gelesen habe, dass unser Körper pro Jahr 180 Liter Körperflüssigkeit pro Jahr im Schlaf verliert, reinige ich meine Bettwäsche sicherlich alle 14 Tage. Die Vorstellung finde ich schon etwas ekelhaft. Die Füllung der Bettdecke, egal ob Down oder synthetisches Material, verkleben durch die Salze und die Fette unserer Haut, die wir im Schlaf verlieren. Für Allergiker sind dann die Hautschuppen nochmal interessant, die wir verlieren. Diese bilden einen Nährboden für Milben und lassen unsere Bettdecke ein wahres Paradies sein. Am Ende verlinke ich euch noch ein Video zum Thema Allergien. Trotz einer Allergie gegen Katzenhaare lebe ich hier friedlich mit mittlerweile 2 Katzen. Hühl hilft mir, diese fiesen Haare schnell einzusaugen und holt diese während der Luftreinigung auch aus der Raumluft. In jedem Tierhaushalt gehört eigentlich ein Hühler. Wie zuverlässig er hier schon Pipi und Erbrochenes aus Teppichen und dem Kratzbaum entfernt hat, ist wirklich unfassbar. Ich kann mittlerweile total entspannt liegen bleiben, wenn die Katzen hier ihr Katzengras hochwürgen. Hier sieht man wieder total gut, wie viel Volumen die Bettdecke und das Kissen verloren haben. Auch meine Bettdecke für den Camper und das Gästebett habe ich so einvakuumiert, um möglichst viel Platz zu sparen. Der Matratzenadapter ist übrigens ein Zubehörteil, was ich unbedingt empfehlen möchte. Er verhindert das lästige Einsaugen von Textilien und Teppichen. Ihr könnt mit der Ventus Elektrobürste ganz einfach über die Bettdecke fahren, ohne dass die Ventus blockiert. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit allen anderen Decken, wie zum Beispiel Wolldecken oder Tagesdecken machen. Neben Milben werden mit der Ventus Elektrobürste auch Tierhaare entfernt. Und damit meine ich auch die borstigen Haare von einem Jack Russell, die einem beim Barfußlaufen in die Füße stechen.
Nun schauen wir mal, was wir am Ende im Wasserbehälter haben. Diese weißen Rückstände sind Milben und deren Überreste. Ihr wisst, ich möchte nicht Kacke sagen. In meinem Fall ist das jetzt nicht so ganz viel, weil ich das regelmäßig mache. Zu Anfang war das richtig weißer Schaum und er war mehrere Zentimeter hoch im Wasserbehälter. Dieser weiße Schaum ist größtenteils für das nächtliche Schnarchen verantwortlich. Ich habe einiges an Feedback von Kundinnen und Kunden bekommen. Vor allem das Schnarchen ist nach einer tiefen Reinigung spürbar besser oder sogar komplett verschwunden. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn du gerne dein Zuhause mit einem Hühler teilen möchtest, setz dich gerne mit mir in Verbindung. Ich freue mich auf deine Nachricht.